Hallihallo, liebe Nachtschwärmer da draußen. Willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Channel. Ich bin natürlich euer euch liebender L to the gute Laune G. Und heute bin ich nicht alleine mit meinem Gabriel Knight Krimi, sondern ich habe mir ein bisschen Verstärkung an die Seite geholt, denn ich glaube, ich werde für dieses Game definitiv brauchen. Es ist natürlich der einzig wahre Strunzo Alonso. Ihr kennt ihn alle aus Filmen wie und auch aus Trashy Pasta. Hallo, hallo, hallo. Und vorneweg noch was Gutes zum Spiel. Ne? Also das Spiel von Sierra gepublished und entwickelt und von Activision gepublished, also hohe bekannte Namen. Allerdings. Aus dem Jahr 1995, das habe ich vor ein paar Jahrzehnten, als ich noch etwas jünger und kleiner war, gespielt und es ist mir sofort ans Herz gewachsen. Ich glaube, in diesem Jahr war deine Freundin an der Nordsee und bräunt sich. Mit dem Kontext, also du kennst dich mit diesem Game aus. Kannst du? Ich habe es nie gescheit durchspielen können. Es gibt Rätsel, die völlig wirr sind, wo man viel, viel rumprobieren kann oder muss. Und es wird ein Rätsel geben, ziemlich vor Schluss, das habe ich nie geschafft. Okay. Aber das wird, ne? Die meisten da draußen kennen das vielleicht durch die Rocket Beans. Ich glaube, in dem Segment Spiele mit Bart haben das Simon und Gregor komplett durchgespielt. Kann das sein? Ja, lieber Chant. Okay, ich habe mich nicht gespoilert. Das Einzige, was ich zu diesem Game gesehen habe, sind ein paar Einspieler, als sie Gabriel Knight 3 gespielt haben. Und ich habe ein Segment gesehen, in dem sie irgendwie in einem kleinen Kino waren und das Leuten vorgespielt haben oder so. Und ich kenne natürlich die wunderbare Stelle, wer sie sind. Normalerweise bin ich ein Verfechter, Games sollte man im Original spielen. Das heißt normalerweise auf Englisch. Allerdings ist die deutsche Synchro hier so genial, laut Aussage vom Alfie, dass ich mich durchgerungen habe und wir spielen das Ganze auf Deutsch. Bevor wir dazu kommen, gehen wir mal ganz kurz auf die Steam Store Page, um mal zu gucken, worum es überhaupt handelt. Und wir haben hier: Play as both Gabriel and Grace as they are dispatched to Munich to solve a series of mutilation murders thought to be the work of werewolves. 30. Juni 1995 kam das Ganze raus, Sierra Online und gepublished von Activision. Ja. Und das ist so ziemlich alles. Hat keinen Metacritic-Score oder sowas. Wundert mich ein bisschen. Ist gut bewertet. Wir haben Very Positive in 113 Votes von einem Game von 1995. Okay. Dann würde ich sagen, The Beast Within, ein Gabriel Knight Krimi. Danke. Sollen wir den Prolog zuerst anschauen, um zu wissen, worum es geht? Ja, ich glaube, das ist wichtig für die Story. Okay. Läuft übrigens über DOS. Jesus Christ, das ist laut. Das Biest von was? Ulfing? Ulfing, ja. Ah ja, wer kennt's nicht? Also, das Spiel spielt in Deutschland. München. Natürlich auch in der englischen Version. Ja. Und, der Gabriel Knight ist ein Amerikaner oder Brite, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, Ami. Auch genannt als Gabriel Knight Rider. Und, Übersetzung und Sprachbarriere haben sie hier sehr, sehr gut dargestellt. Warum klingt das Opening nach Bible Black? Also so viele Leute waren hier mit dran beteiligt, dass Little John... Ja, da kann es doch gut sein. Randy Little John. Wenn so viele Leute... Also ich meine, viele Köche, vor allem Hobbyköche, verderben den Brei, heißt es ja immer. Ich glaube, hier ist dem nicht so. Die haben Profis am Werk, wie man eindeutig sieht. Ich dachte für einen Moment, das war Englisch. Ja. <lacht> 3D-Werwölfe gibt's? Wow. Ich
kann mich nicht dran erinnern. Habe ich meine 3D-Brille hier irgendwo? Kann ich mich nicht dran erinnern. Es waren ja auch nur drei. Also ein ähnliches Opening habe ich schon mal gesehen, aber das war für einen sehr guten Film. Ja, weil bis jetzt sagt dir das Opening noch nichts. Das macht es ja so spannend. Alter, da muss ja nur einer geredet, kein Wunder. Wolf, Muser ist der Werwolf. Chef. Okay. Dadurch weiß ich schon mal alle. Ich glaube, das ist nicht der Prolog, den ich meine. Ich glaube, der nächste, der eigentliche Prolog, die eigentliche Vorgeschichte kommt jetzt, wenn du auf Spielen klickst. Okay, weil bisher habe ich absolut keine Ahnung, aber okay, vielleicht. Vielleicht. Das, die Kutsche soll geholt werden, das habe ich verstanden. Ach so. Ja, das ja. Da hört es aber auch schon auf. Oh, Kapitel 1. Mausklick, um eine Szene zu überspringen. Kapitel 1, Eröffnungsfilm. Schloss Ritter. Rittersberg, Germany. Hm. Was hat Germany? Ah. Ah. Jumpscares. ...1995. Die Welt braucht einen Retter. Einen Gabriel. Ah, es ist der berühmte AfD-Fackelzug. Lügenpresse. Hauptcharakter. Achso. Gabriel. Die hier? Ist das Greenscreen oder? Ich weiß es nicht. So ein bisschen wie Conjuring, ey. Bei der Frisur merke ich schon, wie alt das ist. Ich werde bei der Frisur ein bisschen scharf, muss ich sagen. Ich glaube, er hat's gehört. Und Herr Mausfeld. Herein! Herr Neid? Nicht neidisch sein. Da sind ein paar Leute, die Sie sehen wollen. Mich? Ja, bitte kommen Sie doch. Was ist los? GZ. Sie benehmen sich schon den ganzen Tag komisch. Bitte kommen Sie mit. Und bitte vergessen Sie nicht den Talisman. Sie müssen ihn immer bei sich tragen. Ach, GZ, das verdammte Ding ist schwer. Nice Flex. Oh, hallo zusammen. So die Karell da rechts? Guten Abend, Herr Knight. Ich bin Werner Huber. Bitte vergeben Sie uns die späte Störung, aber Sie müssen uns anhören. Was kann ich für Sie tun? Das ist mein Vetter, der Huber Sepp. Er hat einen Hof in der Nähe von München. Um die Wahrheit zu sagen, Herr Knight, wir brauchen den Schattenjäger. Ach so. Warum brauchen Sie einen Schattenjäger? Es ist wegen Sepp hier. Natürlich. Vorgestern Nacht geht seine Frau zum Fenster des Hauses, um ihre Tochter Toni zu rufen. Es wurde bereits dunkel und man konnte wenig sehen. Sie sieht Toni in einiger Entfernung im Gras etwas suchen. Gott, das ist wie Daniel der Zauberer. Und dann sieht sie einen Wolf. Einen riesigen Wolf. Ein Werwolf. Der sich auf das Kind zuschleicht. Die Mutter schreit, um das Kind zu warnen. Wolf!
zugeschlagen. Ist ein bisschen wie Black and White. Juli! Ist schon gut, schon gut. Wolf! Sepp hört den Schrei seiner Frau und kommt von der Scheune gelaufen. Er sieht den Wolf. Er geht ins Haus zurück, holt sein Gewehr und als er rauskommt, kein Wolf. Nur ein Priester. Und er hat fast das ganze Kind mitgenommen. Fast? Wie furchtbar. Ja, ja, es ist entsetzlicher Neid. Deswegen sind wir jetzt hier. Ist die Polizei informiert? Ja, natürlich. Die Polizei glaubt, das war ein Wolf aus dem Zoo. Sie suchten und suchten, aber fanden nichts. Es ist nicht das erste Mal. Und wenn's nicht bald aufhört, dann wär's nicht das letzte. Ich weiß nicht genau, was ich tun soll. Der Mörder war kein Wolf, ein Werwolf. Und sie müssen ihn jagen und töten. Tür zu. Werwolf? Warum meinen Sie, war es ein Werwolf? Der Wolf hat mir auch geschaut. Seine Augen waren die von einem Menschen. Der hat gewusst, was er tut. Der hat's gewusst. Das mit Ihrer Tochter tut mir wirklich leid, Herr Huber. Ich hab Ihnen gesagt, dass Sie der neue Schattenjäger sind. Sie tragen doch den Talisman. Sie sind doch der Schattenjäger. Oder nicht? Baited. Bin ich. Wir kennen Sie nicht, Herr Knight. Aber wir kennen den Schattenjäger seit Jahrhunderten. Bei solchen Fällen gehen wir immer zum Schattenjäger. Sepp gehört zur Familie. Woher wusste er denn, dass er da ist? Kommen Sie. Sehen Sie sich doch hier um. Schauen Sie, was da ist. Der Sepp und seine Frau ziehen zu ihrer Mutter. Sie können auf dem Hof wohnen. Ja, weg vom Schloss, super. Okay. Ich kümmere mich für euch drum. Tu, was ich kann. Ich werde Ihre Sachen packen. Gut, danke. Ich treffe euch dann im Dorf. Oh, danke, Herr Knight. Vielen Dank. Hätte gerne noch was von dem Sepp gehört. Es wird noch viele Sepps geben in einem tollen Spiel. Sehr schöne Soundeffekte. Wer schläft in Jeans? Wow, ist der cool. Wenn ich groß bin, will ich auch so wie er werden. Und jetzt scheint, du bist im Spiel. Oh, okay. Krass, oder? Yes. Okay. Oh. Hubers sind wohl katholisch. Gut, danke für die Info. Porzellan. Fast wieder heim. Ah, okay. Porzellan. Nee, fast wieder heim. Das ist Holz, aber ist in Ordnung. Was die Tasche ist, was... Boah, die Animationen sind so lebensecht. Ich glaube, das geht als Diebstahl durch. Das ist ja sein Zeug, der ist jetzt gerade bei den Hubers, ne? Ach so. Im Hause. Ist da noch mehr? Nochmal dieselbe Sequenz? Yes. Sonst brauche ich gerade nichts. Das beurteile immer noch ich, ja? Okay. Oh. Warum ist er so steif? Im Augenblick weiß ich noch nichts, was ich schreiben könnte. Ah, kenne ich. Freistaat Bayern Zeitung. Killerwölfe aus dem Zoo, immer noch auf freiem Fuß. Kriminalkommissar Leber. Drück mal auf die Zeitung, ob er dazu was sagt. Ich kann ja nicht viel davon lesen, aber da steht der Name von dem Zoo in Thalkirchen.
Der Name des Beamten, der den Fall bearbeitet, ist Leber. Die Polizeiwache ist in der Nähe vom Prinzregentenplatz. Okay. Oh. Okay, München, Montag, 7. März 1994. Alles klar. Okay. Ja, schönes Haus haben sie, muss ich sagen. Na ja, gut, das ist ja nicht so viel. Ne? Ganz links an der Jacke vielleicht. Ja, oh. Wo wir hingehen, brauchen wir keine Jacke. Ja, doch. Okay. Jesus Christ, das ist fotorealistisch. Ich schau nochmal. Oh. Jacke hast du gemeint? Ah, hier. Herr Knight, die Autoschlüssel sind neben der Tür. Vielleicht sollten Sie aber lieber nicht mit dem Wagen in die Stadt fahren. Nehmen Sie die Straße nach Lochham, parken Sie dort das Auto und nehmen Sie die Bahn. Danke für Ihre Hilfe. Huber! Okay. Herr Knight. Oh. Herr Knight. Achso, ja, okay. Die Autoschlüssel. Never mind. Alles gut. Okay. Moment, war hier hinten noch irgendwas? Hier? Ich denke nicht, dass mich die Hubers in ihrem Schlafzimmer haben wollen. Ah, doch. Also den Gabriel hätte ich da schon, wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen. Die braucht man vermutlich, um die Blumenkästen in Schuss zu halten. Oder um einzubrechen. Die Hubers haben es hier richtig hübsch. Vielleicht ein bisschen zu rustikal für meinen Geschmack, aber hübsch. Ah. Ach du Scheiße. Man kann ja viel zu viel Sachen machen. Ich könnte mich ja täuschen. Aber ich glaube, in diesem Sack finde ich Zement. Schnell trocknender Zement. Also, wirklich nützlich. Ein Blecheimer. Hm, finde ich da vielleicht einen Eimer aus Blech? Sehr nützlich. Ach, weia. Okay. Ah, kann ich auch zu Fuß gehen, oder wie? Ja, irgendwo hin. Oh, ist es Stonehenge für Arme? Ein Wassertrog. Ah, na mal. Der Boden da drüben ist ein bisschen schlammig. Dann rein da. Sieht so merkwürdig aus. Dieses Waldstück zieht sich. Eine Menge Platz, um sich zu verstecken. Okay. Ah. Den. Okay, ist aber doch relativ linear anscheinend. Ist ja auch der Anfang, ne? Ich hatte auf einen Mercedes gehofft. Alter. Na. Der wird es auch tun. Ich hatte auf einen Mercedes gehofft. Ah! Na. Achso, Moment. Der wird es auch tun. Wo war der Autoschlüssel? Rechts? Links? Rechts? Links. Links neben der Tür. Oder neben der Tür irgendwie. Vielleicht noch im Haus. Wenn ich, glaube ich, hier hingehe, dann gehe ich, glaube ich, wieder ins Haus. Ja, aber vielleicht ist da noch der Schlüssel irgendwo. Sind neben der Tür. Herr Knight. Da! Neben der Tür. Oh. Ah. Macht Sinn. Das erste Rätsel gelöst. Yeah. Ah, easy Video Game. Ich hatte auf einen Mercedes. Ich hatte auf einen. Ey, laber mich nicht voll, what the fuck? Hab ich nicht ein Menü oder sowas? Ich glaube, rechts ist oberes Symbol, ja. Das? Ah, oh Gott, okay, das wird lustig. Oh. 7 von 678 Punkte haben wir schon. Oh Gott. Ah ja, ist ein Sierra-Game. Das war ja bei Leisure Suit Larry genauso. Der Countdown zum Game-Ende. What? Das ist jetzt die Karte. Wir können uns jetzt schauen, wo wir hinfahren. Und wir sind gerade in Lochham, glaube ich, gewesen. Ja. Und du kannst nur auf die gelben Teile. Du kannst nur auf die gelben Dinger drücken. Ich glaube, Prinzregentenplatz war das Polizeirevier. Sicher? Ja. Okay. Den Prinzregentenplatz vergesse ich nicht. Ja? Wollen Sie was von mir? Kann ich Ihnen was helfen? Guten Tag. Sind Sie hier der Chef sonst Ganze? Na, der bin ich leider nicht. Ja, das war schön. Also, was willst du denn von mir? Na, super. Leber?
Kriminalkommissar Leber? Ist der hier? Kommissar Leber? Und was wollen Sie von dem, wenn ich fragen darf? Ist der schwerhörig oder was? Wer? Sie sind? Was? Ich? Oh, ja. Ich. Richtig. Ja. Na endlich. Oh, dieses Grinsen. Autor. Verstehen Sie? Bücher. Das bin ich. Bücher. Ich. Ja. Bücher, ich. Kommissar Leber, bitte. Sie, da möchte noch einer Birre verkaufen. Tut mir leid, unser Kommissar Leber lässt einen ausrichten, hat schon ein Buch. Und ein anderes braucht er nicht. Nein! Der hat nämlich einen Hafer zum Tor. Er ist zu beschäftigt. Auf Wiedersehen. Sie brauchen einen bloß umdrehen, da hinten ist die Tür. Richtig, danke. Bücher lesen, sowas. Da wäre eine Bürgervergabe. Ah, oh, genial, okay. Okay. Wir haben das Olympiazentrum sogar. Marienplatz oder Thalkirchen? Lochham ist ja, ne? Lochham ist der Huberhof, der steht oben links immer. Thalkirchen ist Marienplatz und Thalkirchen ist der Zoo. Vielleicht sagt man Zoo, wir hatten ja gehört. Wölfe greifen, mein Lord. Und dann auf Richtung Thalkirchen. Gibt's das echt? Mhm. Was ist das für eine Abmischung aus Musik und Tiergeräuschen? Okay, suspekt. Münchner Hof. Okay, das ist definitiv Greenscreen. Quatsch. Das war die Meinung der Tiere zu dieser schauspielerischen Leistung. War das der Wagen? Okay. Alles klar, mit der Info kann ich sehr viel anfangen. Ist er gerade im Gehege? Komm her, Wolf, komm her! Komm her! Beiß mich! Ach so ist das. Hä? Was? Was? Du hast schon richtig verstanden, Jan. Ich glaube, ich spreche nicht wölfisch. Das wird dasselbe? Ja, okay. Never mind, alles gut. Da war noch nicht mal genügend Budget anscheinend, um den Wolf nochmal darzustellen. Deswegen war die Kamera statisch auf Gabriel. Ja. Ich habe das ein bisschen überzeugt von sich. Ich bin mir nicht sicher, was das bedeutet, aber das ist nicht der Ausgang. Ausgang ist eines der wenigen Wörter, die ich kenne. Story of my life. Du kannst auf den Schild klicken. Ah. Nee. Wir haben hier noch nicht alles ausgereizt, glaube ich. Was kann ich noch? Auf das Schild da von rechts. Ja. Ja. Ah. Canis Lupus. Lupus. Alles klar. Sprache der Wölfe. Komm her, Wolf. Ja, vielleicht, okay, Gabriel hat vielleicht in dem Fall mit einem Akzent gesprochen, deswegen, ne, ja, so ist das. war das alles echt? Konnte ich nicht hier nach links? Eigentlich schon. Ich bin mir nicht sicher, was... Ah, hier. Da! Das müsste der Eingang zum Wolfsgehege sein. Ich glaube, die Öffentlichkeit wird hier ausgesperrt.
Okay, so viel dazu. Sonst ist ja nichts. Das war's? Anscheinend. Okay. Gut, wunderbar. Dann bleibt ja eigentlich nur noch der Marienplatz. Aber können wir da zum Prinzregentplatz? Ja. Hab ich eigentlich Bock drauf? Ja. Vielleicht braucht er mittlerweile doch ein Buch. Zapperlot. Ich glaube, in München ist mehr los. Nee, die haben für die Aufnahmen teilweise die ganze Stadt abgesperrt. Ah. Deswegen musste er das Budget in einem gewissen Rahmen halten. Ah, und natürlich auch Corona, logisch. Ja, richtig. Ja, hier Marienplatz, siehst du auf dem Schild? Ja, ein Unfall. Unverkennbar. Das ist eine echte Person wahrscheinlich? Ja. Oh. Kuckucksuhren. Für die amerikanischen Touristen. Kuckucksuhren. Na, okay. Vielleicht später. Na gut. Ich habe im Augenblick wichtigere Dinge im Kopf. Alles klar. Okay. Ist es die griechische Flagge? Oh. Schweizer Beidische. Und deutsche Uhren. Für die amerikanischen Touristen. Das sieht nach Griechenland aus, ne? Ja, stimmt, aber es ist sicherlich Bayern, weil wir sind ja in Bayern. Ach so. Oh, was ist denn das? Die Sonne? Mein Ego? Man könnte meinen, sie beobachtet mich. I always feel like... Das müsste das berühmte Münchner Glockenspiel sein. Hm, für die amerikanischen Touristen. Okay. Gehen wir mal rein. Oh. Oder auch nicht, oder wir gucken uns das wieder nur an. Okay. Gut, dann weiter. Dreht sich wie ein Sim, ey. Moment. Ah, gut. Dachte, das wäre eine Sequenz, aber anscheinend nicht. Ein Haufen Nietzsche und Kant. Ich verstehe das Zeug ja nicht mal, wenn ich es auf Englisch lese. Ach, doch gerade. Aber ich bin stolz auf meine amerikanische Allgemeinbildung. Die nicht vorhandene, meinst du? Okay. Ein bisschen Kant. Ein Haufen Nietzsche und Kant. Okay. Dann bist du ja in Bayern genau richtig. Okay, noch nichts. Das bin ich. Okay, danke für die Info. Das bin ich, Gabriel Knight. Amerikaner. Stolzer Amerikaner. Die haben was zu tun. Ich würde es ja sofort versuchen, aber ich spreche die Sprache nicht. Was? Außerdem spricht kein Deutscher Englisch, glaube ich. Oh, ja, schön. Typisch Amerikaner allerdings. Oh, ist das Mannequin Piss? Nee. Oh. Aber es ist München Piss. Oh. Schreibt mir nach einer Zwischensequenz. Oh, doch nicht. Okay, Moment. Wir hatten noch die Möglichkeit, in die U-Bahn zu gehen wahrscheinlich? Yes. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Wieso? München? Ist doch sicher. Na, Moment. Wird mal direkt abgestochen, glaube ich. Oh, du startest sogar hier wieder. Gut. Realismus. Mein lieber Alfie, wird bei Gabriel Knight groß geschrieben. Ich dachte, du musst jetzt das ganze Stück nochmal laufen. Oh, die Menschen da. Prost. Was soll ich denn wegschicken? Dein Ego eventuell. Das ist dein Postamt. Oh, deswegen steht da Post.
Menschen hier? Ich würde es ja sofort versuchen, aber ich spreche die Sprache nicht. Ja. Außerdem spricht kein Deutscher Englisch, glaube ich. Das sieht tatsächlich ein bisschen so aus wie die nächste, in Anführungsstrichen, größere Stadt von, wo ich wohne. So ein bisschen, so grob. Das ist ja Bayern, Häuser, Häuser, Häuser. Was, Herr Wechsel? Häuser, Häuser, Häuser. Ja, schön. Das Land der Dichter und Denker. Die Mülltonne. Na. Sogar die Mülleimer sind hier sauber. Wenn ich mal die Mülleimer spreche in Englisch, glaube ich. Okay. Sonst haben wir hier echt nix. Lame. Obwohl, Moment. Oh, haben wir vielleicht einen Postbrief? Ne, hat er gesagt, was soll ich denn wegschicken? Aber, wo war denn das eigentlich? War das nicht hier? Ja doch, war hier, hier. Da. Nein, das wird nicht... Ah, ist ja gut. Das hier? Es macht eigentlich keinen Sinn, ihn an mich zu schicken. Ach doch, eigentlich schon. Mal gucken, ob es ankommt, wie gut die deutsche Post ist. Nein. Mein Gott! Was ist das überhaupt? Eine C4? Ein Tonband. Ah ja, okay, das macht mehr Sinn. Nehmen wir mal. Warum kann ich das nicht nehmen? Ah, jetzt. Nein. Jesus fucking Christ, oh, Gabriel. Oh, schau dir mal das Ding an, die Kärtchen, die du da hast. Kärtchen? Mit der Lupe. Schau dir. Das? Ja, drauf, ja? Oh, okay. Gut, dankeschön dafür. Ich dachte, das könnten wir irgendwie anschauen. Schade. Das ist ja mit Realismus verbunden. Okay, dann war das, glaube ich, alles hier. Nee, ich glaube, es geht noch ganz nach links. Ach so. Mausklick. Ab. Sehr gut gemacht, scheint. Ich spiele trotzdem die Animation durch. Nein, wir haben das Geld dafür ausgegeben. Schaut es euch an. Ach Gott, das kann man echt nicht skippen, what the fuck. Okay. Die Laufanimation ist gut, finde ich. So, bestimmt ein Panoramabild gemacht. Ja. Ich glaube, ihm ging es nicht gut, als sie das aufgenommen haben. Kommt mir ziemlich steif vor. Erscheint, wie spricht dich Gabriel Knight bislang an? Als ziemlicher Egoist. Oh. Oh. Waldlerschinken? Hackfleisch. Weißwurst. Hackfleisch. Das ist ja lecker. Weißwurst. 6 Mark. Oh, 1995 war noch Mark, echt? Ja, ja. Achso, doch, stimmt. 2002, glaube ich, kam der Euro. Sprich sie mal an, die Mitte. Oh, weia. So, was gibt's denn Gutes? Die Weißwurst ist sehr gut. Und zwei Würst. Ich überleg's mir noch. Sehr schön. Okay, das war's wert. Blutwurst, Leberkäse, Schweineinnereien. Gabriel Knight, der wunderbare Veganer, wie ihn die Frauen lieben. Der war ist links daneben. Links, neben der Metzgerei. Ja. Da geht's doch mal rein. Mal gucken, ob hier vielleicht noch irgendwas war. Oh. Was die ist Weinstraße. Aber solche, mal ernsthaft, solche Läden gibt's doch gar nicht mehr mittlerweile, oder? Metzgereien? Ja, Metzgereien, ja, aber schon. Ich meine halt nicht solche jetzt hier, so Tante Emma-mäßig, weißt du? In Bayern schon, scheint. Wo dann doch eine nette ältere Frau ist, die sich von Amerikanern irgendwie belästigt fühlt und einfach, once, zwei Wurst. Scheint, ich habe mir erst heute in genau so einem Laden in Bayern bayerische Knöchli hochgeholt. Schmecken die. Hast du auch noch zwei Weißwürste bekommen? Ein Bürogebäude. Der Marienplatz. Ein Bürogebäude. Okay. Gut, so viel dazu. Hat sich ja gelohnt. Ja, auf jeden Fall. Kann man das nicht irgendwie beschleunigen? Doppelklick? Nee, geht nicht. Schade.
Ja, wo ist denn die U-Bahn-Station? Ist hier nicht eine? Ja, da sind wir doch hergekommen aus der einen. Das dachte ich eigentlich auch, aber mittlerweile geht nur noch die eine. Ach Quatsch. Probier's nochmal, probier's lieber schon. Hab ich aber, es geht nicht. Nee, ganz nach links, muss man von der anderen Seite machen. Junge! Ach so, ich dachte, hier wäre der Eingang. Na. Das hat schon Überhand genommen bei dir, ich merk's. Hier? Yeah, weiter, ne? Ja, aber guck mal, die Animation ist nicht so schön. Ich glaube, die ist einfach gespiegelt, ehrlich gesagt. Okay, wir sind hartnäckig. Es hat keinen Sinn, dorthin zurückzugehen. Oh. Doch! Ich kann auch nicht mal versuchen, dort jemanden zu beschatzen. Nicht mal! Und hier? Ich glaube, wir müssen irgendwas im Zoo noch machen. Wir haben irgendein Skript. Vielleicht nochmal auf Schild und dann hier klicken. Ich bin mir nicht sicher, was das bedeutet. Ja. Warte mal. Canis lupus lupus. Europäischer Wolf. Gut. Okay. Yo. Das war ein Clip. Wir haben gleich einen Punkt mehr, oder? Oh! Oh shit.